Willkommen bei Portfolio Live, der Plattform für einfaches, aber erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Fabian Braun und heute geht es um die Privatbilanz. Bilanzen werden typischerweise von Unternehmen genutzt. Viele Unternehmen sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, eine Bilanz aufzustellen. Ziel der Bilanz ist es, Außenstehenden eine klare Übersicht über das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Unternehmens zu geben. Und von daher ist es eigentlich eine sehr gute Strukturvorlage, wenn wir uns privat fragen, was für Vermögen und Verbindlichkeiten haben wir eigentlich. Und deswegen stellen wir heute eine Privatbilanz auf. Oder stellen Sie zumindest mal vor und möchten Sie auffordern, die für sich aufzustellen. Da sind zwei Seiten zu beachten. Das eine sind tatsächlich die Vermögensgegenstände und das andere sind die Verbindlichkeiten. Fangen wir mit den Vermögensgegenständen an. Das sind auch Aktiva genannt. Die würden wir auflisten, angefangen mit Bankkonten, Wertpapieren, dann aber auch Dinge wie Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Gebrauchsgüter, auch Schmuck würde dann dazu zählen und sonstigen Vermögensgegenständen. Und dem gegenübergestellt finden sich dann die Verbindlichkeiten. Das sind zum Beispiel Kredite, die für die Immobilien aufgenommen wurden oder Konsumkredite, die sie nutzen. Und dann gibt es auf der rechten Seite noch eine weitere Zeile, das ist das sogenannte Eigenkapital. Das würden wir mal Nettovermögen nennen. Wenn wir das auch noch dazu schreiben, dann stellen wir sicher, dass alle Vermögensgegenstände auf der linken Seite sowie alle Verbindlichkeiten auf der rechten Seite plus das Eigenkapital, das Nettovermögen, zusammen dieselbe Zahl ergeben. Das nennt man die Bilanzsumme. Wir zeigen das einmal an einem Beispiel. Hier eine ganz willkürliche Privatbilanz. Dann sehen Sie auf der linken Seite Liquidität und Wertpapiere. Dann die Immobilien nochmal aufgetrennt nach selbstgenutzt und fremdgenutzt. Unternehmensbeteiligung könnten insbesondere Dinge sein wie geschlossene Fonds, die manche gekauft haben, aber auch Dinge wie eine Arztpraxis, die ihnen gehört, ein Notariat, das sie betreiben, also Unternehmen, in dem sie selbst arbeiten und an dem sie selbst beteiligt sind. Bei Versicherungen ist es uns recht wichtig, dass sie auch daran denken, dass insbesondere die gesetzliche private Altersvorsorge einen signifikanten Anteil ihres Vermögens ausmachen können, dass auch die beiden aufgenommen werden. Beim Fremdkapital muss man schauen, was für Kredite habe ich. Die langfristigen Kredite werden typischerweise für Immobilien vergeben. Die sind auch bekannt. Nicht zu vergessen werden hier die Konsumkredite oder aber auch, wenn Sie es haben sollten, überzogene Kreditkarten oder Konten, die hier negativ einspielen. So, und dann ist da eine Zeile, die sich Eigenkapital nennt. Die wird so gefüllt, dass nachher die Summe unter allen Zeilen links und rechts gleich ist. Und das ist Ihr Nettovermögen. Aus der Privatbilanz können wir einige Dinge ablesen. Die Summe unten ist sozusagen Ihr juristisches Gesamtvermögen, über das Sie verfügen. Das ist zu unterscheiden von dem Eigenkapital, was eben genau die Differenz ist zwischen Ihren Vermögensgegenständen und den Verbindlichkeiten, die Sie haben. Das ist Ihr Nettovermögen. Das ist Ihr Reichtum, der finanzielle Reichtum sozusagen, der für Sie spricht. Wir können noch mehr daraus lernen. Wir können auch lernen, wie die Struktur des Vermögens ist. Da ist zunächst einmal die sogenannte Eigenkapitalquote, also welchen Anteil das Nettovermögen am gesamtheitlichen juristischen Vermögen ausmacht. Und das gibt darüber Auskunft, wie stark Sie verschuldet sind. Banken mögen darauf achten, wenn sie einen neuen Kredit beantragen, wie groß ist diese Zahl. Wenn wir auf die linke Seite schauen, auf Ihre Vermögensgegenstände, dann stellen wir fest, dass für sehr, sehr viele Privatbilanzen die Punkte Immobilien und Versicherung einen recht großen Anteil des Vermögens ausmachen und Liquidität und Wertpapiere einen recht kleinen Anteil. Das ist die Herausforderung vieler Privatbilanzen, denn Immobilien sind natürlich eine durchaus interessante Anlage, aber doch auch in vielen Bilanzen recht einseitig vertreten. Und Versicherungen sind in der Regel nicht so stark verzinst, sodass es noch weitere Renditemöglichkeiten auf dem Bereich Wertpapiere gibt. Jede Bilanz hat einen Stichtag und sie einmal zu machen ist sehr aufschlussreich und hilfreich, aber
Noch interessanter wird es, wenn man das jetzt über die Jahre fortschreibt. Sozusagen, wie jedes Unternehmen zum Jahresende, zum 31.12. seine Privatbilanz erstellt und sich die Veränderungen in den Vermögenspositionen anschaut. Was ist mit dem Nettovermögen passiert, dem Eigenkapital? Ist es gestiegen? Wie viel? Wie habe ich es steigern können? Ist es durch Rückführung von Krediten passiert? Ist es durch Wertsteigerung auf der Vermögensseite passiert? All das können Sie dann feststellen, wenn Sie regelmäßig diese Eigenbilanz erstellen und Jahr für Jahr vergleichen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schauen Sie auch vorbei bei www.aix-capital.com. Abonnieren Sie den Newsletter, da sind Sie immer auf dem Laufenden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Investieren Sie einfach, aber erfolgreich. Und denken Sie daran, Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für den Inhalt übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.